wenn du keinen Bock hast, dich zum Affen zu machen, damit dein Hund endlich mal auf dich achtet, dann bleib unbedingt dran. Du bekommst jetzt die besten 5 Tipps von mir, damit auch dein Hund auf dich achtet, da draußen auch bei Ablenkung. Ja, und wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und gerne auch ein Abo. Und bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn der beste Tipp und der wirksamste, den bekommst du ganz zum Schluss. Tipp 1. Hör auf, deinen Hund für die Unaufmerksamkeit zu belohnen. Ja, wahrscheinlich denkst du dir jetzt, ey, hat diese noch alle, ich belohne doch meinen Hund nicht dafür. Tja, leider wird das in den meisten Fällen tatsächlich getan, nur es ist den Menschen nicht bewusst. Denn wann kriegt der Hund Aufmerksamkeit? Dann, wenn er nicht aufmerksam ist. Und dann wird gerufen und geschnalzt und bestimmt hat dir der ein oder andere Hundetrainer auch schon gesagt, ja, mach dich mal interessant und dann wedelst du da mit dem Leckerli und mit dem Spieli und ich weiß nicht was. Und genau dann immer, wenn dein Hund unaufmerksam ist. Damit belohnst du seine Unaufmerksamkeit und es funktioniert ja letztlich auch nicht. Aber wem erzähle ich das? Das hast du selbst schon gemerkt. Und der ist ja nur, der kommt vielleicht mal eben einen Keks abholen und dann ist er wieder weg. Hör damit auf. Mach das nicht. Belohn das nicht mehr. Dann wird das ganz automatisch schon besser. Tipp Nummer 2. Das ist total einfach. Füttere nach dem Gassigehen. Nimm ein paar Kekse mit oder nimm das Hundefutter mit, je nachdem. Und dann hast du unterwegs einen Hund, der auch ja noch nicht so behäbig ist und sagt, das interessiert mich alles nicht. Ich schnupper hier, ich bin eh satt und zu Hause habe ich mein Fressen schon gehabt. Sondern guck, dass du den nach dem Gassigehen fütterst, damit du unterwegs einen Hund hast, der auch bereit ist, überhaupt eine Belohnung anzunehmen, weil er noch hungrig ist. Tipp Nummer 3. Steh deinem Hund nicht die ganze Zeit zu Hause zur Verfügung. Du bist nicht der 24 Stunden Alleinunterhalter für deinen Hund. Warum soll der da draußen noch, keine Ahnung, irgendwie sich um dich kümmern und machen und tun, wenn der sowieso immer Zugriff auf dich hat, wenn du auf jede Streichelaufforderung reagierst, wenn du jedes Mal das Spieli mit ihm beglückst und mit ihm spielst, wenn er mit dem Spieli angerast kommt. Das heißt, stell das ab. Sag zu Hause auch mal, nee, jetzt nicht. Und dann wird es automatisch so, dass du draußen viel interessanter bist. Also natürlich darfst du deinen Hund auch noch streicheln und halt drin mit ihm was machen, aber eben nicht so, ich höre ganz oft, ja, ich bin, glaube ich, der 24 Stunden Alleinunterhalter. Und nein, das bist du nicht. Ne? Hör damit auf, mach dich drin ein bisschen rarer. Jetzt nicht, gleich wenn wir rausgehen. Dann passiert's. Und damit sind wir auch gleich bei Tipp 4, weil... Bleib noch dran, der beste Tipp kommt, wie gesagt, zum Schluss. Tipp 4 ist nämlich, beim Gassigehen passieren die tollsten Dinge. Ja, warum beim Gassigehen? Naja, ganz ehrlich, ich sehe hier Menschen, wir haben hier, ich wohne auf dem Dorf, ich sitze hier gerade in meinem Garten, wir haben hier so in jedem zweiten, mindestens in jedem zweiten Haus wohnt ein Hund. Und wir haben auch so Nachbarshunde, die sind total, die gehen nett mit ihren Menschen spazieren und die gehen auch gemeinsam. Man sieht, dass die gemeinsam gehen. Aber wir haben auch solche, da geht der Mensch und da geht der Hund. Verbunden sind die nur mit der Leine. Wenn die nicht da wäre, wäre der Hund weg. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Und da passiert auch nichts. Das ist todsterbenslangweilig. Der Hund geht seiner Dinge, seiner Wege und der Mensch geht seiner Wege. Mach das nicht beim Gassigehen, da passieren die tollsten Sachen und wenn dein Hund das weiß, dann wirst du automatisch interessanter für deinen Hund. Da musst du dich nicht zum Affen machen, damit du für deinen Hund interessant bist, sondern dein Hund weiß schon, ah super, jetzt geht's zum Gassi. Wenn bei uns Gassizeit ist, dann stehen die alle sofort da, juppaidi.
Und Sie wissen genau, unterwegs passieren auch noch tolle Sachen. Wir gehen auch mal einfach so, auch das ist natürlich nicht verboten. Aber auch dann gehen wir gemeinsam, weil wir eben eine vernünftige Bindung haben und auch quasi, ja ich sag mal, keine Gassi-Runden machen, sondern Abenteuerspaziergänge. Und dann wird das Ganze nämlich, dann wird so ein Schuh draus, jetzt wird es nämlich langsam rund. Und bevor ich dir den letzten Tipp gebe, noch ein kleiner Hinweis. Hier unten, wenn du in der Beschreibung vom Video guckst, da findest du einen Link. Und wenn du dich da einträgst, dann schenke ich dir meinen Kurs 5 Tage Aufmerksamkeitschallenge. Es sind 5 ganz coole Spiele, mit denen du es in 5 Tagen schaffst, dass dein Hund aufmerksam wird. Also unbedingt in die Beschreibung gucken und gleich loslegen. Ja, und jetzt kommen wir zu Tipp 5. Mein ultimativer Tipp. Schweige. Wie jetzt? Ja. Das ist genau, jetzt wird der Kreis nämlich rund, da kommen wir wieder bei Tipp 1 an. Wenn ein Hund sagt, oh, was nach hinten? Oh, was ist denn da? Oh, hier ist es aber spannend. Und du dann die ganze Zeit zugange bist, Fifi, Fifi, hallo, ja, jetzt komm, Jacke. Schweige. Kein Ton. Beobachte deinen Hund. Warte, bis der zu dir schaut. Wenn der zu dir schaut, ja, super, du bist der beste Hund der Welt. Das ist dein Moment. Und da darfst du auch das Schweigen brechen. Aber immer dann, wenn du so das Bedürfnis hast, ich muss ihn jetzt aber aufmerksam machen, dann schweigst du. Und dann wirst du, wenn du das wirklich durchziehst, also das nützt jetzt nicht, die Tipps nur anzuhören, du musst natürlich umsetzen und dann wirst du in wenigen Tagen eine massive Veränderung bei deinem Hund bemerken. Das garantiere ich dir. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen. Ciao, Claudia.